Merci, dass Sie da kommen Sie auf die Pressekonferenz vom Gary Diederich, Portparole, vom David Wagner, Deputierten, auch von mir selber, Nathalie Oberweis. Wie ihr wisst, geht es über das Gesetzesprojekt bei der Loi und wie wir das eigentlich gesehen haben. Ich werde eine kleine Introduktion machen und da lassen wir den Gary und den David eigentlich dazu mehr schwätzen. Für was? Noch eine Pressekonferenz zur Wohnungsproblematik zu Lützeburg. Die Wohnungskrise ist effektiv nicht neu und es sind wahrscheinlich schon x Pressekonferenzen über das Thema gemacht. Ich denke, weil das Problem von der Wohnungskrise nicht neu ist, muss ich noch mehr darüber schwätzen und daran erinnern, dass die Krise noch immer nicht gelöst ist, aber wahrscheinlich immer schlimmer geht und plus mit der Corona-Krise geht es wahrscheinlich noch schlimmer. Und dass die Lösungen, die als Regierung proposiert, im Endeffekt nicht auf der Höhe sind, was die Wohnungskrise angeht. Wenn ich von einer Wohnungskrise schwätze, dann muss ich auch die Mühe angehen, für eine Krise zu beheben. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen. Wenn ich wirklich auch sage, dass wir in einer Krise sind, dann muss ich die Mühe angehen. Und das hat die Regierung gemacht mit der Corona-Krise. Das wissen wir alle gut, das ist nichts Neues. Und dafür meinen wir auch, dass ich an der Wohnungskrise im Endeffekt auch sich kann so Mühe angehen. D'autant plus, dass die Mühe zum Teil schon gehen, die sind schon zum Teil umdurch und sie gehen nicht benutzt. Wir meinen also, dass es die höchste Zeit, dass jetzt die Wohnungskrise wirklich endlich angegangen wird. Und plus, wir wissen, dass letztes Jahr im November, meine ich, war ein Sondage von November letztes Jahr war es anders, genau, wo die befroten Wohnungskrise als erstes durchgehen haben, 400 Corona-Krise. Das ist wirklich ganz klar, dass wir die heutige Krise endlich müssen durchgehen. Und wir sehen eigentlich, dass die Regierung am Endeffekt immer noch dieselbe Rezepte appliziert, zwar mit leichten Variationen können, doch wie nur an dem Gesetz, ich werde das mal heute schwätzen, da sind leichte Variationen dran, aber sind die Rezepte plus oder immer dieselbe. Und wir sehen da wirklich nicht, dass sie sich die radikal Moyen gehen, die ich brauche, weil die Krise ist radikal schlimm. Sie trifft radikal viele Leute gehen ausgeschlossen vom Wohnungsmarkt. Und dafür muss sich die Moyen gehen, die proaktiv, radikal und interventionistisch sind. Aber wie gesagt, es gehen die zum Teil schon, sie gehen sich nicht benutzt. Für was möchte ich das Angst? Für was haben wir Angst für eine proaktive, radikale Politik, weil wir ja gesehen haben, dass das an der Corona-Krise zum Teil geht? Sie können nicht also. Sie können nicht, da sollen sie auch von Schrift hei applizieren. Wir sehen aber, dass die Regierung in den letzten 8 Jahren nicht das gemacht hat, dass sie nicht auf der Höhe ist, was die Krise angeht, was die Wohnkrise angeht. Und dafür meinen wir, dass sie nicht hier Verantwortung nicht nur können, im Endeffekt für das Krise, die eine Sozialkrise, also eine menschliche Krise, also ich meine, das ist immer relativ abstrakt, wenn ich von Wohnungskrise spreche, das ist nicht abstrakt, ist sie vielleicht nicht davon betroffen oder verschiedene von uns sind vielleicht nicht konkret davon betroffen, es sind immens viele Leute davon betroffen. Und mir als Lenk mich die für die Leute, die am Endeffekt die Schwachsten sind an unserer Gesellschaft. Wenn ich weiß, dass den Todeffort von denen, die lohnen, immer mehr an die Lut geht, die wissen, was den Todeffort ist, das ist den Teil vom Revenu, der für zu wohnen abgebraucht wird. In 50% oder 51% von den Leuten, die sich am ersten Kantil sind, natürlich die Schwachsten, gehen für die Wohnen abgebracht. Das kann nicht einfach nicht sein. Und genau, dafür meinen wir einfach, dass wir Paradigmenwechsel brauchen, das ist einfach, was ich darüber gesagt habe, dass wir viel mehr eine proaktiv interventionistische Politik brauchen. Aber das sehen wir leider nicht. Und wir sehen dann eben noch den Moment, dass das Recht auf Wohnen, weil das Menschenrecht ist, nicht garantiert ist zu Lützeburg, weil eben immer mehr Leute ausgeschlossen sind. Und das sind nicht nur die Schwächsten, sondern auch immer mehr an mittelschichteren Leute. Da ging es auch weitergehen, eigentlich und Gary, oder? Ja, genau. Merci. Ja, ich werde dann für alle mal die Gesetzesreform, die den Minister Cox proposiert, angehen. Das Gesetzesreform, was wenn es gut geht, eine leichte Kurskorrektur, mit einer immer ganz weit weg von einer blutnotwendigen Kursänderung. Mit den Wörtern, mit denen der Minister Cox seine Reform schon vorgestellt hat, versteht jeder, für was dieses Projekt de Loi rein Kosmetik ist. Mehr wird, hat selber gesagt bei der Vorstellung, wir werden einen Teil vom Logementsproblem besser enkadrieren, aber schlussendlich alle Probleme vom Logement von heute auf morgen durch die Gesetze aus dem Weg schaffen, mengenisch war nicht Ziel. Dummer da versteht, Jüderin, dass auch Hannen da nicht dazu bei raus kann kommen, dass es mehr weit geht, wie just ein bisschen drunter zu schleifen, längser jetzt enkadrieren. Ne? Was enkadriert den dann? Dass am Fond und Marché kann weiter die Preisentwicklung die sind, die wir kennen.
Das Reform will also nicht wirklich etwas bewirken, mehr just ein paar Sachen klären. Der Minister verzichtet darauf, für am Fonds Gesetz und für alle Notionen vom Kapitalinvesti zu ändern. Der Rendement über den Loyer bleibt bei 5%. Und da, wo den Esprit vom Gesetz sind, 1955 auf den Kopf geheilt wird, an dieser Reform, will sie ein paar ganz starke Änderungen am Fonds dran. Da geht es aber um die Faveur von den Lokatären. Und da, wo ein bisschen in Faveur von den Lokatären ist, da ist es rein Kosmetik. Das Approche für das System bei dieser Regierung, es gibt etwas gemacht, was irgendwie den Ausschein gibt, für das Problem umzugehen. Und aber höchstens ein Drips auf den Wärmen stehen ist. So als auch am Klima. An ganz vielen anderen Dossiers. Es fehlt an politischem Courage, für am allgemeinen Interesse zu handeln. Kein Klientel von der Dreierkoalition darf zu viel irritiert gehen. An denen, wo an denen, wo wählen, sind auch die meisten, die davon konzerniert sind. Da gibt es die lokal, also heute zu Lützburg, die Situation, aber auch die europäische Tendenz, die du also am Logement, gibt es da ignoriert. Das geht nicht wirklich evaluiert, politisch. Wie können wir der dort Tendenz, die ja nicht isoliert ist zu Lützburg stattfindet, mehr an alle Metropolen in Europa und an der Welt stattfindet, wie können wir denen entgegen wirken? Das ist ja nicht nur zu Lützburg, wo das Kapital sich an die Immobilien verflüchtet. Auch ohne die Tendenz war die Situation zu Lützburg schon ganz schlimm und sie geht immer mehr schlimm. Das ist mir am Anfang mit einem doppelten Phänomen zu denen, die eine politische Verantwortung gibt, brauchen, erwarten. Und die geht nicht geholt. Schon gar nicht von einer gesamten Regierung, die am Anfang für so ein Dossier, für so eine weitreichende Krise misst, Verantwortung holen, wo ich auch von einem Premier weder innerhalb von der Regierung nach innerhalb von seiner Partei, wenn ich verschiedene Aussagen gucke, viel Ersatz und viel Durchsetzungsvermögen kann erkennen. Was sind also als Kritiken am Detail? Das Schlimmste, wo ich ja schon nur geschwärzt habe, dass das wirklich und den Esprit vom Gesetz von 1955, also das Zentrum dem, dass die Notion vom Kapitalinvesti dran ist, die letzte Edition vom Gesetz aus dem Jahr 2006, das Schlimmste ist, dass an irgendeinem zwischen zwei Kommen ein Wort beigesagt wird, nirgend onereux, steht dann da auch gratuit dran. Nämlich beim Festlegen vom Kapitalinvesti. Es wird nämlich an dem Gesetz als immer vorgesehen, dass wenn ein Akt gemacht wird, wo ein Bien verkauft wird, der Wert, den an dem Akt steht, par défaut dann de Kapital investi quasi as réévalué et décoté. An den dann nicht neigen, muss gucken, go, wenn es gebaut gehen, wer das dran gesagt gehen und so weiter. Und lo soll das aber nicht mehr just der Fall sein, wenn etwas verkauft wird, mehr auch wenn es verschenkt wird. Das heißt, von einem Tag auf den anderen, ohne dass an der Substanz von dem Logement etwas geändert wird, kriegt der Markt Preis. Und das entgeht den Aussagen von Minister Koch selber, den 7. Juli, als Invité um 100,7, behauptet, dass das Gesetz soll die Unklarheit vom Gesetz, der am Urteil Lampertsbirsch zu Dach kommen sind, soll klären. Und er hat gesagt, sie sollen in dem Sinn geklärt gehen, dass der Wert sich nicht an den Marktpreis soll orientieren, weil es ja auch den Esprit vom Gesetz war. Aber der Wert, den an dem Akt draufsteht, egal ob es Wand oder Schenkung ist, der muss aber der Marktwert sein, weil sonst aus dem Register auch nicht mehr verstanden. Das ist nicht, dass er für 1 Euro das weiter verschenkt. Am Akt muss der Wert drauf sein, wie in dem Moment geschaut wird, wo die Schenkung stattfindet. Dann holen wir das Urteil Lampertsbirsch, was sehr, sehr auch klar an seinem AV auch abgeschafft hat. Und gucken, was das da noch gibt. Ja? Nur im Gesetz von 2006, wenn ich nicht so interpretiert, wie der Minister Koch sich ja anscheinend auch selber interpretiert, nur das sind Aussagen, wären es 339 Euro
die am Fond do de loyer müssten sind, am Platz den 1500, die dann waren. Nun, Modell vom Projet de loi, hei, kind de loyer, der Proprietär verschenkte du nicht von seinen Kanner, ab dem Moment 3279 Euro sind. Wenn das Klärung ist, die du soll sein, dann ist es keine Klärung, die irgendeinem Lokatär viel Wert bringt. Es klärt aber für den Proprietär ganz viel, weil er weiß, dass wenn sein Lokatär irgendwann den Marschgif machen für die Urwischgrenze von 5% anzuklauen, dann verschenkt er einfach weiter und dann können in anderen an der Familie das machen. Und gerade der Tote weiß, dass der Minister Cox, wenn er gewollt hat, ein, ob man es für eine Reihe Leute ein Problem um neues Marché hat können lösen, wenn ein Gesetz in dem Sinn geklärt hat, wie es ursprünglich gedurcht war. Weil es gibt eine Reihe Familien, die nun im Zweiten Weltkrieg eben an das Logement investiert haben, wo die Preise noch nicht die waren, die es waren, wo die Lampertsbirsch noch nicht so viel mal mehr wert war, unbedingt wie einer. Dele. Und die Familie ging dann alle Gemeinheit zu Lützeburg. Denn Antoine Pacou vom Lisee hat er doch studiert, zum Beispiel im Fall von Diedling. Es gehört der Teil an der Stadt Lützeburg. Und da sind also Familien, die 10, 20, 30, 40 bis zu 100 Wohnungen haben. Wenn also all die Wohnungen für 300 für ein Appartement oder 800 Euro für ein Haus schuss nach Kind aufruhen, dann hätten wir von einem da auf den anderen um private Loyersmarché abordable Wohnraum. Die können den durch ein Gesetz schaffen. Du musst nicht nach 10 Jahren lang Gemengen überzeugen, dass sie etwas bauen. Das wäre direkt du. Mehr, was heute gemerkt hat, das wird alles abgemacht, für das Casino gespielt gehen. Ne? Wenn du keine Familie hast, kannst du vielleicht auch eine Entreprise gründen und der Sozietät schenken. Dann hast du auch ein neues Kapital investiert, ohne dass du im Logement etwas gerne gehen. Also gut, Verwaltungsgericht kritisiert Unsicherheiten, die Disposition da auch Matze springt. Da kommen wir zu den mehr kosmetischen kleinen Änderungen, die da dran sind. Zum Beispiel soll er an den neuen Kontrakt draufschreiben, dass er sich ein Gesetz hält, die Regel vorgesehen und die Regel muss da genannt gehen. Es muss ihn aber nicht in Zukunft doch mit dem Heilgesetz nicht die Kapitalinvestie umgehen, erschiffern, es muss ja kein Beweiser für die Kapitalinvestie vorgehen, aber für allem, wenn ihn egal was, wenn ihn sich nicht drin hält, gehen es noch einmal keine Sanktionen. Das ist heuer so Gesetz, das ist in der Vergangenheit schon so, das wird auch weiterhin so sein, wo ich kann Gesetzmessurchten während Jahrzehnten, aber in dem Moment, wo ihn erwischt wird, kriegt ihn ein bisschen mehr so, aber keine Sanktionen. Dann ist ja immer ein Thema von den Mietskommissionen, die auch an dem Fall Lampertsbirsch keine unwichtige Rolle gespielt haben. Aber für dich muss eine Mietskommission mal überhaupt eine Rolle spielen. Das heißt, sie muss mal existieren und funktionieren. Das ist oft der Fall nicht an den Gemengen. Aber wenn sie funktionieren, dann machen sie es nicht so, wie es im Gesetz steht. Wir haben zwei Fälle aus der Stadt Lützeburg, wo die Lokatären unter Druck gesetzt sind, wo sie Sachen gesucht haben, die nicht am Mandat vom Präsidenten von einer Loyalskommission sind. Und wo probiert gehen, dass der Lokatär selber noch schreibt, dass er dann auch verstanden hat, dass der Loyal so und so fixiert wird. Oder im Fall Lampertsbirsch, wo das nicht funktioniert hat, wo dann einfach dran geschrieben gehen, dass ein Urteil, der Kapitalinvestie geht kein Best vom Loyal hier, ohne dass den ausgerechnet wird, ohne dass die Pjessen dafür waren. Aber für allem, an all den Fällen, ohne dass der Präsident sein ersten Rolle, wo er geholt hat, nämlich eine Mediation zu machen zwischen Lokatär und Proprietär. Das ist die erste und die wertvollste Rolle von der lokalen Loyalskommission. Und ich meine, dass dort die Lampertsbirsch nicht so weit kommen, wenn das geschieht wird. Ich kann ein zweites Beispiel geben, auch die zweitgrößte Stadt dann zu Lützeburg. Das ist ein Gemeng, wo der Präsident von der Loyalskommission am Gemengerot sagt, jo, wir können nicht mehr Feld retieren, weil wir just eine Demande am Jahr kriegen. Aber wenn du als Zweitkreisgemeng just eine Demand als 2-3 Jahre, zweimal nicht am Jahr, kriegst, da lebt auf einem anderen Niveau vielleicht etwas falsch, weil da gehen die Leute nicht über ihre Rechte abgeklärt,
Et gëtt oh, du fehlt de Komma oder du fehlt Satz am Brief, da gi man dat weiter, irgend zu ane stehen an der verleft ze Stadt am Sand. Weil, wenn ich gucke, wie ich zu Däufer den lebe, dann nicht recht sind, dass ich Präsident bin, aber auch für drun. Da gehen die Leute eben abgeklärt, da gehen 10 Demande pro Jahr. Und das weiß, dass wenn ich sich ein bisschen mehr geht, und wenn ich dann auch ein Écrivain Public und ein Assistance Juridique hat, dann kann ich da ganz andere Sachen bewirken. Aber wir sind auch der Meinung, wie am Anfang jeder reden, aber das geschieht noch immer nicht, dass Lokalkommissionen die Komplexität von dem dritten Sujet nicht können allein gerieren. Und dafür braucht es eine Professionalisierung von den Mietskommissionen. Und der Minister Cox hat sich auch selber angekündigt für ein Jahr, dass da etwas soll geschehen. Das steht aber nicht an dem Projekt Lohheit dran. Die gehen aber geregelt über das dritte Gesetz, die Mietskommissionen. Für was ist das hier nicht dran? Und dann, wo ich noch kann erkennen, wie groß die Volontät bei dieser Regierung und bei diesem Minister ist, in dem Bereich steht das, nur dem URT Lampertsbier schon mehr in Question Parlamentär gestellt, und David Wagner, für zu fragen, ja, wie sollen Kommissionen da lo vier gehen? Sollen sie das Gesetz so weiter interpretieren, wie das bis lo bei jeder gemacht wird, oder ändert sich selbst mit dem URT? Da hat der Minister geantwortet, am Dezember könnte wir dem kommen, der wird das klären für alle guten Kommissionen. Also ich, mehr haben den noch nicht gesehen, den geht es noch nicht. Scheint nicht wichtig genug zu sehen, aber wir freuen uns, ob es den Enker wird gehen. Weil auch die Gesetzesreform, ich habe nicht gehofft, dass die, am Juli gesagt, ich hoffe, dass er dann ein Jahr über die Bühne geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann an einem halben Jahr über die Bühne ist eigentlich relativ klein. Voilà, dann noch zu drei anderen Wollen kurz. Frieda Janssen, auch da, wir haben alle Sachen gemacht mit der Gesetzesreform, die sollen partagiert gehen zwischen dem Lokatär und dem Proprietär. Am Gesetz steht aber nicht dran, wie das partagiert geht. Ich will den Proprietär 1% und den Lokatär 99%, dann haben wir nicht viel bewirkt. Also 50-50, da wäre das meist equitabel, aber das noch immer nicht gerecht, weil den, den das Service gefroht wird, den soll er bezahlen, voll und ganz. Und nicht irgendeinen anderen, in diesem Fall der Lokate. Und plus, bietet Staat sogar die proprietären Möglichkeit, ihre Bien zu verlohnen, ohne Fredagence. Du riefst dich in Akte von der Gestion Lokativ Sozial und du kriegst ein sicheres Loyer und du brauchst keine Agence. Die fanden da auch die Lokate. Du frierst just ein bisschen mehr Leute in dem Moment. Wir gehen, das war ja viel Gesprächsthema, und du, als eine Lektüre von der Sache im Moment, echt ein positiv, dass man so, es geht endlich geregelt, so wie wir da doch an unserem Wahlprogramm gefordert haben. Und das geht eine zusätzliche Sicherheit für dass wir gehen können entstehen. Das ist aber ganz wichtig, dass abgepasst wird, dass sie nicht Gemengen wie Ege, die bemischt, aber auch andere Gemengen als eine Möglichkeit, die der Legislateur am Platz setzt für Lokatär und Proprietär, eine Obligation gibt, die die Gemengen benutzen, für am Anfang wir gehen, viel mehr schwieriger und unmöglich zu machen. Die Idee vom Beikommen als vom Legislateur keine Obligation, aber es gibt Gemengen wie ich, die dazu Obligationen machen. Und das kann nicht sein. Wenn ein WG ähnlich zustande kommt, wenn ein Proprietär auch verstanden hat, für eine Verträge zu machen, dann soll er können für eine Verträge machen. Und eine Möglichkeit, die man gesehen an der dritten Regelung von den WG, dass es durch einen Pakt geht zwischen den Lokatären, obwohl der Begriff Solidarität unserer Meinung nach unglücklich ist, weil die Schwaren an sich sozusagen solidarisch sollen sein, für das der Proprietär aufgesichert ist. Da verstehe ich mehr Solidarität aus sich ähnlich. Aber der Pakt, der kann nämlich auch klären, dass es kein Budget commun gibt zwischen den Leuten, die an der WG wohnen. Und das kann vom Fonds National de Solidarität benutzt gehen, für das sind Leute einzeln geguckt gehen, ihr einzeln Revenu geguckt gehen und einzeln die Revis können kreieren. Und das wäre ein wichtiges Avancé. Und das muss sichergestellt gehen. Aber da gibt es noch ganz viele Sachen zu klären. Das heißt, aus sich sehen wir, dass das in eine gute Richtung geht. Aber im Detail hast du noch manches zu klären. Bon, ich schließe mal da auf.
dass in das ganz bisschen, dass in das ganz bisschen vierkant wie auf der Titanic. Auch da wurde leicht Kurskorrekturen gemacht, obwohl es sich genug Informationen mit Zeiten da waren, für Lernst, all die Eisbürger Lernst zu kommen. Man hat sie mir schon, wenn wir die Logementskrise gucken, am Anfang an den Eisbürger gerannt, um den Deck, ja, den innersten Kantil, den Nathalie Oberweis genannt hat, da ertrinken die Leute schon. Und plus auch an der Covid-Krise. Ja. Wenn ein 1500 Euro Leute bezahlt, die Frau verdient 1300, und der Mann für Taxi kriegt nicht mehr ran, und die drei, von den drei Kanner kriegt es noch ein Kannergeld, da könnte er selbst rechnen, wie die Leute im Moment über die Runde kommen. Da sind wir nicht mehr bei 51%, da sind wir bei 120% vom Revenu geht an den Logement. Und es ist also zu spät, für sich noch zu überlegen, wie eine Sicherheitsvorkehrung hat die Kinder machen oder Kinder in den Platz setzen. Es muss also konsequent gehandelt gehen. An zwei Hinsichten funktioniert der Vergleich mit der Titanic nicht. An der engen Hinsicht leider nicht, weil bei der Titanic so zu drehen auf dem nämlichsten Boot. Ja. Auch wenn die Engen besser ausgestattet waren, wie sie innergegangen sind, wie die anderen, sie sind alle gut mit innergegangen. An dieser Logementskrise gibt es die innerst zwei Kantilen, Mittelschicht und die ganz innerste Schicht, die hier innergehen, wenn das dort nicht einen Kurs ändern könnt. Mehr am Positiven gibt es aber auch einen großen Unterschied zu einer Titanic, dass wir noch absolut Möglichkeiten an den Händen für politische Courage zusammenzuholen und Sachen so an Platz zu setzen, dass man dem Schlimmsten entgehen für ganz viele Leute. Aber wer den da an Platz setzen kann, das sieht David Wagner erst, weil die Linke bekanntlicherweise da eine Reihe Proposition de Loi noch ausgeschafft hat. Das Bild mit der Titanic gefällt mir, d'autant plus, dass der Minister Cox ja permanent für seinen Boot schwätzt, auf dem jeder reden müsste, drauf zu gehen, Lokatären, Proprietären, an all zusammen in eine Richtung, wo sie steuern oder so, weil sie wissen, dass es eine Illusion ist, jeder will sie beglücken. So funktioniert die Welt nicht. Und ich meine, Herr Cox wird das vielleicht feststellen, Jahre nachdem sie nicht mehr im Minister sitzt. Das Problem ist, dass die Situation so katastrophal um Wohnungsmarkt dass die Regierung gar kein Argument mehr hat, für noch weiter zu werden, weil wenn die Regierung weiterhin die Wege führt, wie bis jetzt, aber wenn kein Ruck durch das Logementsminister geht, dann wird die Situation sich nicht nehmen, nicht verbessern, aber sie wird sich verschlechtern, ganz einfach. Sie sind schon seit 2013 an der Regierung, das ist eine lange Zeit, die Schonfrist ist schon längst rüber und sowieso geht es ein Objektiv, schon frisst, die schon längst rüber ist, weil ein großer Teil von der Bevölkerung das nicht mehr verkraftet. Die Grenzen sind an dem Ministerium schon lang. Dass sie wie Personalprobleme, Karussell haben, das geht als nächstes tun. Es soll weitergehen. Und das Problem ist, den, dass auch viele Proposen auf den Tisch liegen sind, da Jahren und Jahren. Das Problem ist nicht neu. Und es kann ihnen relativ schnell sehr aufpacken. Das machen sie nicht. D'autant plus, dass, wie gesagt, wir gehören zu denen, die aber an dem Bereich eine ganz partie Proposition gemacht haben. Das sind nicht die Einzigen, wir haben von der Chambre haben wir eine partie Proposition gemacht. Und ich werde mich auch nicht beschränken auf die Proposition de Loi, die wir gemacht haben. Bon, für kurzem ist eine Proposition de Loi, das mal für die erste Kehr überhaupt, dass eine Proposition de Loi von uns bis an Plenär gepackt hat, weil die muss doch wissen, dass Ich weiß nicht, ich werde nie deputiert in einer anderen Majorität, aber ich kann nicht mehr sagen, dass die Rechte von der Chambre und von den Deputierten aufholen, an den letzten 6 Jahren, und ich habe gemerkt, dass sie aufgeholt haben, und dass sobald ein Deputierten eine Initiative ergreift, wie zum Beispiel den Depot von einer Proposition de Loi, was eben der fundamentalste Rechte ist von den Deputierten, was wahrscheinlich auch das, was am meisten Energie an Arbeit kostet, dass die fürchterlich Druck muss machen,
für das sie überhaupt seriös behandelt wird, so wie das Reglement das vorgesehen von der Chambre. Ich stelle Ihnen zwar eins doch fest, dass gewisse Leute an der Chambre, an der Majorität, das Reglement en plus nicht so richtig kennen. Und verloren sind, wenn sie, müssen, wenn sie sich müssen mit einer Proposition de loi von einem Deputierten beschäftigen. Ich möchte mich noch immer rosen, weil ich, hat, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen, wo ich Zeit verloren habe, wo gestritten ging, als wir zu wissen, wie ein überhaupt mit einer Proposition de loi umgeht. Also, da lief die Sachen, die müssten gefilmt gehen und die müssten ins Ausland gesandt gehen. Aber darüber, weil, nee, da gibt man uns aber ein bisschen blamieren, im Englisch. Aber ich komme zurück zum Punkt, weil, wie gesagt, die eine Proposition de loi, die aus der Dugorol ging, da ist es schon nicht mehr drum gegangen, dass aus sich Bayern, also dass die Leute nicht sollen erheischt gehen bis den 31. Dezember 2021. Schlussendlich hier noch hat den Herr Cox ja auch noch geschossen, aber nicht mehr für 6 Monate. Bon. Wir sind froh, dass wir konnten ein bisschen Druck ausüben, dass es am Platz 12 mit nicht mehr 6 Monate, dass wir hoffen, dass es noch aber noch über die 6 Monate wird gehen. Danach hat man aber noch die zu einer Proposition de loi deposiert, die wir schon ganz oft präsentiert haben, die auch mehr genommen hat, und die Probleme auch, sich mit den Problemen beschäftigen vom Projet de loi von der Regierung. Einerseits frohe Klärung von den Kommissionen, von der Fredagence, von der Garantie Bancaire, die mir eigentlich das wie die Regierung klar geregelt tun, dass ich das mal ganz klar so, dass der Kommanditär, also den der Service aufrät, die soll Kommission bezahlen bei einer Agence, und nicht so, wie es Flut zur Zeit rasteht an der Regierungspropos, dass das partagiert. Ich weiß nicht, was ist das partagiert? 50-50, das muss nicht so klar. Vielleicht ist das dann an ihrer Cap aus, das 50-50. Aber ich meine, sie müssen sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Und das ist typisch, dass sie nicht kapabel sind, an der Regierung den Schwarz zu machen, für ein Keer mal auch auf der Seite von den Vulnerablen zu stehen. Das ist von den Lokatoren am Platz immer zu machen, mit denen auch nach allen Interessen zusammen konziliieren. Das geht ja nicht. Und am Plus, es hat wirklich nicht viel gefreut, dass bei einer Agence, wo sich die Freie bezielt, den auch den Service freit, und das ist ja meistens der Proprietär. Bon, und dann, das war doch immens wichtig, dass der Gary ist ja drüber gegangen bei der Proposition de loi von Cox, da geht es ja die ganze Wolle von den Wohngemeinschaften, wo man mengen, tatsächlich, dass aber echt in die gute Richtung geht, mit der Kehr von dem Projet de loi, das sind Loyen. Und es muss ganz klar sein, dass wenn die Gesetzgebung über die Loyen ändert, heute in Lützeburg, dann muss es nicht mehr ein Ziel gehen, nicht den Status quo zu verfestigen oder zu legitimieren, wie das den Herr Cox für sich zu machen, aber in Wirklichkeit für die Richtung zu gehen, dass Loyen bezahlbar gehen. Dass Lokatären sich ein Appartement können leisten, ohne sich zu ruinieren. All eine Form von Reform ist sinnlos. Und wir haben doch schon für ein 4 Jahre eine Proposition de loi deposiert, mit einer Berechnungsmethode, auf die ich noch nicht mit zurückgehen, aber wir haben uns auch noch Konseillieren gelöst, dass nicht alles, wenn das nicht alles allein so durchgerechnet, wir haben uns auch mit Leuten erhalten, die sich auch noch auskannt und so weiter. Dafür ist es vielleicht auch ein bisschen eng. Nicht so evident Berechnungsmethode, mit das ist ja egal, an der Limit geht das vom selben, wenn das gesetzlich umgesetzt wird, mit dem Hauptkehr, woran er besteht, für zu sagen, dass die ganze spekulativen Undeel vom Loyer, also das, was justement den Loyer unheizt, dass das neutralisiert wird und dass man zu normalen Preisen soll kommen. Das da dient. Und dann, wenn ihn das gemacht wird, da muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass das angehalten wird. Und das ist ja auch das Problem, du an der aktuellen Gesetzgebung von Herrn Cox, wie zu sagen, am Kontrakt der Bau könnte nicht mehr daran stehen, dass der Proprietär sich ein Gesetz hält. Das ist schon ein Witz. Aber auch
die ganzen Kapitalinvestie draufstehen können und so weiter, für das ganz klar und transparent draufsteht, wie viel investiert, genauso wird dann die Loi justifiziert. Und dass den auch dann bei einer nationalen oder regionalen Mietkommission auch automatisch deponiert wird und dass das auch kontrolliert wird. Wir brauchen Kontrollmechanismen, für dafür zu sorgen, auch, dass Lokatäre nicht nicht die Worten durchgezogen. Und darum hat die Regierung auch nicht gedacht. Aber sowieso, ich meine, dass das mal nicht der Willen von der Regierung ist, für irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leistpreise normal gehen, moderat gehen, und abordabel gehen. Aber das sind alles Sachen, die muss man. Und dann natürlich muss ich noch Sanktionen vorgesehen für die Proprietäre, die sich nicht daran halten, zum Beispiel auch, indem sie das Surplus, das wird sie zu viel gefragt haben, dass sie das remboursieren und den Lokatären. Ich meine, wir brauchen eine Klarifizierung von den Regeln, dass das eine Sache, das bringt das Projekt de Loi von Herrn Cox mal nicht so richtig fertig. Und zweitens geht es auch darum, dafür zu sorgen, dass der Wohnungsmarkt immer abordabel wird für jeden. So haben wir nicht geschafft, dann so kann die Regierung ihre Projekt de Loi zurückziehen. Aber wir meinen noch, die Regierung, der Herr Cox, muss sich das Projekt de Loi zurückziehen. Weil so wie die Chambre des Salariés doch sieht, ganz klar an ihrem ganz langen, guten, enfin, das ist natürlich gut, wir sind froh darüber, weil ganz klar sieht, dass die Proposition de Loi eindeutig besser ist, wie die von der Regierung. Und das, wir sind ganz seriös, wenn wir so, und hey, wahrscheinlich als Proposition de Loi, da kann ich noch immer Sachen verbessern gehen, aber wir wollen noch ein paar Amendmente machen, das ist ja nie eine Proposition de Loi perfekt, aber die Regierung hat vielleicht besser, die Weg zu gehen, als Proposition de Loi zu holen und auf die zu schaffen, die das auch vielleicht amendiert wird, weil wir haben schon viel mehr Sachen geklärt wie die Regierung und es geht auch viel mehr in die Richtung, für eben klar einen Ruf zu setzen, weil sonst beim Herrn Cox, sein Projekt de Loi, wenn ihn dumm ist, aufhängen zu frickeln, dann muss ich schon 80% ändern. Und ich meine, wir viel zu viel Zeit verlieren, wenn wir uns mit dem Projekt Loi von Herrn Cox müssen, beschäftigen. Wir wären aber auch froh, überhaupt, wenn die Majorität dann sich mit dieser Proposition de Loi und die Regierung auch mit dieser Proposition de Loi beschäftigen, weil bis jetzt haben sie just gesagt, sie wären nicht mit dieser verstanden, aber sie wären noch nicht kapabel zu argumentieren, für was. Das ist ein bisschen mehr. Vielleicht wissen sie, nicht für was sie dagegen sind oder einfach sie haben kein richtiges Argument dafür, dass sie noch mauern, aber bis jetzt ist noch keine valable Sache, valable Argumentation. Voilà, ich meine, ich bleibe dabei. Merci.